Ja, mit dazu gesellt sich jetzt eine Apache AH-64B Longbow von der Firma Alperbaum Premium Helikopter. Die Maschop 1:5,8 ergibt einen Rotordurchmesser von 2,50 Meter, 2,70 lang. Abflug-Gewicht 23,5 Kilo. Antrieb ist eine Pro 5000 der Firma Jakadowski mit einer Leistung von 5,1 Kilowatt. The pilot of this helicopter is Quirinius Kaufmann and he flies for Alperbaum Premium Helicopters. Ja, Quirinius Kaufmann ist der Pilot der Longbow. Er führt sie auch fantastisch vor hier, wie so eine Apache auch geflogen wird. Ich finde das auch immer gut, wenn die Piloten den Luftraum nutzen, auch mal zu beiden Seiten hier von uns mal nach Westen oder nach Osten auch weiter runter zu fliegen, dass auch da unten unsere Zuschauer, unsere Gäste diese herrlichen Flugmanöver sehen können. Und halt noch auch an alle anderen Piloten, wenn ihr zu tief fliegt, dann haben die Fotografen meist auch immer das Netz dazwischen. Also ich sag mal so ideale Höhe, so 10 Meter und es gibt wunderschöne Bilder. The pilot does a fantastic job. The style of this flight is the same style of the original helicopter. So it's fantastic to see this flight of the Apache. Ja, die Bordkanone unterm Rumpf ist nur Attrappe, also wir können ganz beruhigt sein. Auch ein tolles Finish hier im Bugbereich. Also absolut originalgetreu nachgebaut. Informationen erhalten Sie bei Alperbaum Premium Helikopters am Stand, weil da ist doch schon sehr, sehr viel Technik dabei. Allein schon die Informationen mit den Rotorblättern, also das ist Hightech pur. Und wenn man sowas geballt sehen möchte, da sind sie hier auf der Jet Power immer garantiert richtig. Hier gibt es nicht nur Jets, sondern auch erstklassige Helikopter. The rotorblades are self-made from this factory and they have special design and special effects, but it's so much details here, there's a long text. Only for the blades, so if you have questions, if you want to see that, go watch the special thing of this rotor blades. And in this one